Heute geht es um die Keyhole-Methode und was das ist, wie das funktioniert, zeige ich direkt am Beispiel. Und zwar vorab gesagt, wenn man ein Slot lösen möchte, muss man mindestens einen anderen freien Slot haben, also der nicht gelöst ist. Das Ganze funktioniert so. In unserem Fall haben wir die Ecke schon gelöst und wir möchten die Kante reintun. Und für das Keyhole machen wir es so: Wir bringen die Edge so an die Stelle, wo das Center falsch rum, wo die Edge falsch rum drauf liegt, also dass die Farben hier nicht übereinstimmen. Und wir hatten ja gesagt, dass wir einen freien Slot brauchen. Den haben wir nämlich hier hinten. Und da nutzen wir jetzt aus, dass die Corner nicht gelöst ist. Bringen die Corner nämlich in den Slot, den wir lösen möchten. Also das wäre hier ein D-Prime. So. Und jetzt packen wir die Edge einfach hier rein. Das sieht ganz einfach aus. Also einfach R, U-Prime, R-Prime. So, das ist einfach da reingedreht. Und jetzt bringen wir die Ecke wieder zurück. Damit haben wir nämlich die Ecke, die hier drin waren, nicht kaputt gemacht und trotzdem die Edge hier reingefügt. Und da beim Keyhole können jetzt natürlich auch alle möglichen Fälle auftreten. Sprich, wenn wir uns hier das Ding angucken, das muss hier auf das andere Center. Hier ist die fertige Corner und unser freier Slot ist hier hinten. Also es wäre in dem Fall ein D2. Dann bringen wir die Edge hier rein, das ist in dem Fall spiegelverkehrt zum ersten Fall. Und das D2 wieder zurück. Also da gibt es jede Art von Kombination. Das kann man immer nach dem gleichen Schema lösen, dass man die Ecke mit dem freien Slot austauscht, die Edge ganz normal reintut und die Ecke wieder zurückdreht. Theoretisch kann man das Keyhole auch andersrum anwenden. Und zwar, wenn die Edge schon gelöst ist, kann man die Corner damit lösen. Das funktioniert so ähnlich. Also im Grunde genommen wird das eigentlich nicht benutzt, weil für solche Fälle das ist halt hier ganz einfach zu lösen. So. Aber für die Theorie zeige ich es trotzdem mal. Es funktioniert nach einem ähnlichen Schema. Also einfach, wir haben statt der Corner einfach die Ecke, die Kante schon gelöst. Tauschen die also hier mit dem freien Slot aus. Diesmal nicht mit der Ecke, sondern mit der Kante. Man kann das so machen, dass man hier ein E-Slice macht. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das ist, ob das E oder E-Prime ist. Auf jeden Fall bringt man das Ding hier rüber, tut die Ecke ganz normal rein, wie bei Total Beginner Method. So. Und dreht die Kante wieder zurück. Das war jetzt der etwas komische Weg, sag ich mal, so mit E-Slice, das macht man eigentlich nicht so oft. Was man noch machen kann, ich drehe mal einen Würfel, dann sieht man das besser. Und zwar kann man einfach die Ecke hier da rein tun, wo die Ecke ist. Dafür verschiebt man das Ganze. Also bringt das die Ecke, der Slot kommt hier hin, da wo unser freier Slot vorher war. Und die Ecke kommt einfach da rein, weil hier schon wenn man das hier so sieht, dann kommt hier diese rot-grüne Ecke rein. Also einfach nur rein tun. Und wenn man das Ganze wieder zurückdreht, hat man dann das fertige Pair.